So, hallo und herzlich willkommen zum Unboxing des Stuhls und Zubehörs. Im letzten Video habt ihr gesehen, was mein Bruder und wieso er es vor allem sich für die Sachen entschieden hat und was er sich eben bestellen wollte. Und jetzt wird das Ganze ausgepackt. Das werdet ihr im Zeitraffer sehen. Ihr könnt es überskippen, wenn ihr es nicht sehen wollt. Und am Schluss wird er dann zu den ganzen Teilen noch eben was sagen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Gebt gerne einen Daumen hoch. Jo, bis zum nächsten Mal.
So Leute, jetzt sehen wir hier einmal alles auf einem Haufen. Natürlich auch noch den Sitz, nicht zu vergessen. Wichtigste Teil. Ich habe jetzt ja alles ausgepackt, wie ihr es gerade schon im Zeitraffer gesehen habt. Ich muss sagen, das ist alles relativ gut verpackt gewesen. Also da gibt es gar nichts groß dran auszusetzen. Ja, wirklich gut eingewickelt. Es waren ja einige Kartons, wie ihr es ja vorhin auch schon gesehen habt. Ich filme jetzt hier gerade mal kurz so ein bisschen alles ab. Das ist hier das Grundgestell zum Beispiel. Und dann hier die seitlichen Halterungen für den Sitz selber. Die Platten für die Pedale, beziehungsweise Halterung, Seitenhalterung für das Lenkrad und alles. Hier der Arm. Dann haben wir hier den Unterteil, wo unter den Sitz geschraubt wird nachher. Hier haben wir die Schienen, da laufen nachher die Aktuatoren drin quasi. Platten, will jetzt gar nicht großartig so viel dazu sagen. Hier die Steuereinheit, das ist scheinbar alles schon relativ verkabelt, also die Kabel sind dran. Es ist gleich schon ein Notausschalter mit dran, finde ich gut auf jeden Fall. Sieht man ja da öfters, falls das Ding vielleicht dann doch mal das Spinnen anfängt. Was ich ja zusätzlich noch gleich dazu bestellt habe, direkt bei ProSimu, den Haargurt. Der ist hier mit dabei, habe ich ihn gelegt. Und natürlich die zwei wichtigsten Geräte, das sind diese PRS-200 Aktuatoren, in dem Fall die 100mm Variante. Ich denke mal, dadurch, dass ich hauptsächlich Sim Racing betreibe, wird das wohl reichen. Ich habe mich für die PRS-200 entschieden, einfach zwecks meinem Gewicht im Endeffekt. Da wollte ich genug Power haben. Und dann haben wir hier noch zwei Kartons mit, da ist viel Kleinkusch drin. Da wollte ich euch jetzt nicht mit dem Einzelnen mit belasten. Da haben wir hier ein Notebook-Netzteil. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was hier drin ist. Das werden wir dann aber später alles noch zusammen rausfinden. Der Sitz selber, sag ich mal, sieht sehr, sehr gut aus. Der macht auch einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Da ist hier hinten, vermute mal, es wird GFK oder irgendein, auf jeden Fall ein massives Plastik wird sein. Das sieht gut aus. Dürfte für meine Ausmaße allerdings auch nicht kleiner sein, also das reicht gerade so, wird denke ich mal gut werden. Ansonsten würde ich jetzt gar nicht viel weiter dazu zu sagen. Wie gesagt, die Palette ist sauber angekommen, zwar sehr gut verpackt, die Kartons auch hochwertig, es wurde nicht an ich nenne es mal Bobbelfolie gespart, es war alles gut eingewickelt und ich denke mal, der nächste Step wird dann sein, das ganze Zeug jetzt in mein Zuckerzimmer zu bringen. Und dann werden wir uns langsam über den Aufbau machen. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn es dann losgeht im nächsten Video. Von dem her will ich jetzt gar nicht lang weiter sprechen. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal von meinem Bruder. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao.